wunderschönen guten Abend. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich hier bei unserem pflegepolitischen Talk. Vielleicht ein paar ganz kleine organisatorische Formalien vorneweg. Wer gerade nicht spricht von den Diskussionsteilnehmern, den würde ich bitten, das Mikrofon auszumachen. Dann können wir entsprechend die Umgebungsgeräusche ausblenden und sind ein bisschen weniger gestört und können der Diskussion besser beiwohnen. Wir lassen Fragen sowohl auf Facebook als auch hier bei Zoom zu und Sie können diese Fragen über die Chat-Funktion entsprechend stellen. Die werden dann auch hier mit eingebracht. Ich muss jetzt mal unsere vier Bundestagsabgeordneten angucken. Sollte der Fall passieren, dass wir mehr Fragen bekommen, als dass wir sie hier beantworten können, dürfen wir Ihnen diese Fragen auch im Nachgang noch zukommen lassen? Fragezeichen. Ich sehe ein Nicken allerseits, das ist sehr schön. Also Sie können alle gewiss sein, dass Sie Antworten bekommen werden. Vielleicht vorneweg noch, wir haben heute hier vier Bundestagsabgeordnete und also unter anderem auch einen Mann mit in der Reihe. Wir hatten auch die Linke angefragt, die haben uns aber leider abgesagt, sodass wir die heute in der Diskussion nicht mit dabei haben. Aber ich stelle mal ganz kurz vor, wir können auf ein hochkarätiges Podium zurückgreifen. Frau Behrens, einen wunderschönen guten Abend. Sie sind die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD, treten für den Kreis Göppingen in Baden-Württemberg, glaube ich, jetzt auch wieder für den Bundestag an, sind gelernte Bankkauffrau und Diakonin und haben sich schon während ihrer stellvertretenden Vorsitzendenzeit im SPD-Vorstand für den Bereich Gesundheit, Alter und Pflege eingesetzt. Und sind unter anderem, wie nahezu, glaube ich, jeder hier, ordentliches Mitglied im Ausschuss für Gesundheit im Deutschen Bundestag und obendrauf auch noch Vorsitzende des Unterausschusses Globale Gesundheit. Und da kann ich gleich den Bogen spannen zu Herrn Irlstörfer, der ebenfalls ordentliches Mitglied im Unterausschuss Globale Gesundheit ist und natürlich ebenso im Ausschuss für Gesundheit. Herr Irlstörfer aus Freising, also wirklich schönes, tiefes Bayern, hat bereits erste Erfahrungen im Gesundheitsbereich gesammelt, auch als Mitarbeiter im Außendienst bei der AOK Bayern, wenn ich richtig informiert bin. Und tritt auch jetzt wieder für den Wahlkreis Freising, Pfaffenhofen, Neuburg, Schubenhausen an bei den Bundestagswahlen. Herzlich willkommen, grüß Gott auch an der Stelle. Ich habe das jetzt alphabetisch gemacht. Dann käme die Frau Schulz-Asche. Wunderschönen guten Abend auch an Sie. Mit Frau Schulz-Asche haben wir auch eine gelernte Krankenschwester heute hier mit im Plenum, die für den Main-Taunus-Kreis antritt, ebenfalls ordentliches Mitglied im Ausschuss für Gesundheit ist und stellvertretendes Mitglied im Unterausschuss Globale Gesundheit und die Sprecherin der Grünen für Pflegepolitik und Altenpolitik ist. Und last but not least, Frau Nicole Westing ist seit der letzten Legislatur Mitglied des Bundestages, tritt für den Rhein-Sieg-Kreis an in Nordrhein-Westfalen. Sie setzen sich, haben Sie auf Ihrer Homepage geschrieben, auch sehr für Gesundheit und Pflege ein und haben damit als pflegepolitische Sprecherin der FDP ja auch genau den richtigen Job dann an dieser Stelle. Ich glaube, Sie waren im Vorfeld als Fundraiserin auch im diakonischen Bereich für die Stiftung Diakonie Michaelshofen in Köln unterwegs und kennen also auch dann den Bereich Soziales schon recht gut. Und an dieser Stelle will ich jetzt auch gar nicht mehr Worte verlieren, weil wir wenig Zeit haben und möchte Sie bitten, einfach mit einem ganz kleinen politischen Statement hier zu beginnen. Auch da an der Stelle würde ich alphabetisch vorgehen und das Wort an Frau Behrens richten. Ja, vielen Dank für die Vorstellung, Frau Weser. Nur da es ja jetzt schon manchmal Probleme mit dem Lebenslauf gab, will ich nur richtig stellen. Also ich war nicht im Vorstand der SPD, sondern ich war im Vorstand des Diakonischen Werkes Württemberg und dort für die Bereiche Gesundheit, Alter, Pflege zuständig. Und ich bin auch nicht die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, sondern die Pflegebeauftragte. Also einfach nur, damit es keine Irritationen gibt.
Nein, das Thema Pflege ist das zentrale Thema der Zukunft in unserer alternden Gesellschaft. Und von daher hat das bei uns innerhalb der SPD und vor allem auch unserer Bundestagsfraktion in den letzten 8 Jahren einen großen Stellenwert gehabt. Deshalb haben wir uns ja auch für viele dieser der Pflegegesetze stark gemacht und auch für die konzertierte Aktion Pflege. Aber es bleibt nach wie vor viel zu tun. Und deshalb nimmt dieses Thema auch in unserem Zukunftsprogramm viel Raum ein. Mir ist es ein großes Anliegen, weiter dafür zu sorgen, dass die Arbeitsbedingungen innerhalb der Pflege besser wird, insbesondere in den Krankenhäusern, in den ambulanten Diensten, aber vor allem auch in den stationären Pflegeeinrichtungen. Denn unsere größte Aufgabe ist es, genug Personal zu gewinnen für die immer steigenden Anforderungen. Und das wird nur gelingen, wenn die Arbeitsbedingungen so sind, dass die Menschen auch in dem Beruf bleiben, dass sie sich auch vorstellen können, mehr als Teilzeit zum Beispiel zu arbeiten. Und dazu müssen viele Dinge nach wie vor konsequent angepackt werden, weil wir da einfach mit der demografischen Entwicklung sonst nicht Schritt halten können. Und deshalb ist es uns wichtig, dass es eine ordentliche Tarifbezahlung gibt in der Pflege, dass die Pflegeversicherung weiterentwickelt wird zu einer Pflegebürgerversicherung. Aber auf diese Themen kommen wir vielleicht im weiteren Gespräch, was wir so noch vorhaben. Darum will ich an der Stelle erstmal Schluss machen. Danke. Ja, herzlichen Dank, Frau Behrens. Sie haben schon angesprochen, da werden wir sicherlich in der Diskussionsrunde nachher noch näher drauf eingehen. Herr Irstdorfer, darf ich Sie bitten? Ja, sehr gerne. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen und möchte mich bedanken, dass ich heute hier bei Ihnen dabei sein darf. Das Thema Pflege ist für uns als CSU natürlich ein wesentliches Thema, denn es bildet schon einiges auch unseres Parteinamens ab, christlich und sozial. Und diese Themen, glaube ich, kann man hier in der Pflege am besten auch sehen. Und für uns ist es wichtig, dass dieser Dreiklang einfach zusammenpasst. Zum einen, dass wir die zu pflegenden Personen nie aus dem Blick verlieren, weil um die geht es vor allem. Dann natürlich auch um die Angehörigen, weil sie sind diejenigen, die das Ganze stabilisieren, die das Ganze im System nicht nur durch das, dass sie es auch teilweise selbst und persönlich begleiten, stärken, sondern natürlich auch, weil sie diejenigen sind, die Schnittstelle zwischen der zu pflegenden Person und dann auch zu der dritten Gruppe und die ist wesentlich zu den Beschäftigten. Es ist uns wichtig, dass wir hier schon eine richtige Melodie aufsetzen, wo wir sagen, wir möchten nicht nur hier, dass eine Gruppe zufrieden ist, sondern für uns ist gute Pflege dann erreicht, wenn alle drei Gruppen zufrieden sind und hier auch gut versorgt werden. Das ist das, was uns leitet. Das hat uns die letzten Jahre auch hier geprägt. Und ich denke, in dieser großen Koalition hat man viele Dinge erreicht, die man uns gar nicht zugetraut hat. Ich glaube, es waren gute Jahre und ich glaube aber auch, dass es erst ein Anfang ist. Denn Pflege ist ein großes Thema und Pflege muss auf Augenhöhe zu vielen anderen Themen, Entschuldigung, ob das der Klimaschutz ist, ob das die Landwirtschaft ist, ob das Europa ist, völlig egal. Pflege muss hier auf Augenhöhe zu diesen Themen spielen und Pflege braucht auch klare Vereinbarungen für einen Koalitionsvertrag und somit auch ein Preisschild. Das ist wesentlich, dafür setzen wir uns ein und das sind die Themen, die für uns wichtig sind als soziale Partei und deshalb sind wir hier im Wahlkampf, denke ich, auch ordentlich unterwegs und wir bekommen hier sehr viel Zuspruch mit unseren Themen, was wir auch an Neuerungen hier weiterhin vorhaben und wir wollen das miteinander machen, dass der Pflegeberuf ein sehr schöner Beruf ist, ist klar. Ich bin da seit 20 Jahren bei der AOK unterwegs gewesen, jetzt 8 Jahre im Deutschen Bundestag. Ich fühle mich da sehr wohl, auch in dieser Funktion. Und ich glaube, es gibt noch viel zu tun. Und schauen wir mal, wie der Wähler entscheidet oder die Wählerinnen auch entscheiden und wie sich dann das Ganze entwickelt und wer dann die Verantwortung auch übertragen bekommt. Danke.
Ja, ich danke Ihnen. Genau, Sie sagen es schon. Wer wird die Verantwortung für das Ministerium dann nach der Wahl haben? Frau Schulz-Asche, die Grünen haben dazu ja auch sehr konkrete Vorstellungen, unter anderem schon im Wahlprogramm geäußert. Vielleicht stellen Sie ganz kurz vor, wie Sie sich das vorstellen. Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung. Ich halte die Pflege neben der Klimakrise übrigens für eine der ganz großen Herausforderungen in unserer Gesellschaft. Und deswegen müssen wir uns die Fachpflege und die berufliche Pflege vor allem anschauen, weil ich glaube, dass wir tatsächlich hier große Reformen brauchen, die eben noch nicht ausreichend angegangen sind. Wir sehen durch die Alterung der Gesellschaft, dass die Nachfrage steigen wird und gleichzeitig wird durch den Fachkräftemangel das Angebot von allen Qualifikationsniveaus in der Pflege sinken, die Zahl der zur Verfügung stehenden Fachkräfte. Und auf diese Herausforderung werden wir eine Antwort haben müssen. Und das eine ist meiner Meinung nach eine massive Aufwertung der Pflege aller Ausbildungsbereiche, aber insbesondere auch der Fachpflege, die wir wirklich hoch interessant und gut bezahlt mein Mann ist gerade hinter mir reingekommen. Entschuldigung, jetzt bin ich gerade ein bisschen rausgekommen. Das passiert halt, wenn man, sorry, ich, wie gesagt, wir brauchen, glaube ich, wir brauchen drei Sachen. Wir brauchen massive Aufwertung der Fachpflege mit einer sehr guten Ausbildung, auch mit akademisierten Studiengängen, aber auch mit einer guten Grundlage darunter. Wir brauchen attraktive Arbeitsbedingungen natürlich und gute Bezahlung. Aber ich glaube, dass die Attraktivität für gerade für junge Menschen in diesen Beruf zu gehen von besonderer Bedeutung ist. Da werden wir nachlegen müssen. Und wir brauchen vor allem, das ist, glaube ich, auch klar, wir werden nicht ausreichend Personal bekommen, wenn wir in den gleichen Strukturen weiterarbeiten, wie wir es bisher tun. Wir brauchen eine sehr viel engere Betreuung im Bereich der Stadtteilarbeit, im Bereich der Wohnorte auf den Dörfern. Wir müssen dafür sorgen, dass Menschen nach Möglichkeit gar nicht pflegebedürftig werden oder zumindest wirklich nur in den letzten Tagen des Lebens, aber möglichst vorher in den Bereich der Prävention und der Gesundheitsförderung zu investieren. Eine große Aufgabe zum Beispiel, die auch eine Community Health Nurse erfüllen kann. Aber dazu gehören natürlich auch die konkrete Beratung, die Unterstützung, die Kooperation mit den Hausärztinnen und Ärzten. Wir wollen auch eine Aufwertung dahingehend, dass eben eigenständig pflegerische, aber eben auch medizinische Verordnungen vorgenommen werden können und eben auch diese soziale Arbeit ein Teil der Daseinsvorsorge wird. Und dass wir werden Strukturen brauchen, da bin ich sicher, wo wir die Zusammenarbeit aller Gesundheitsberufe organisieren müssen. Und deswegen müssen wir es schaffen, vor allem auch die Pflege auf Augenhöhe mit den anderen Gesundheitsberufen zu bekommen. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung für die nächsten 4 Jahre. Das geht nicht allein mit der generalistischen Ausbildung, sondern das geht eben auch mit einem Anteil von 10 bis 20% ungefähr von akademischen Kräften. Aber die brauchen wir dringend, um auch Teams anleiten zu können, um frei entscheidend auch in Teams arbeiten zu können, eben auch außerhalb der stationären Einrichtungen. Und wir werden auch in den Krankenhäusern mit der Bezugspflege eine große Herausforderung dafür bekommen, wie wir es schaffen, dass Patientinnen und Patienten tatsächlich einen Krankenhausaufenthalt von Anfang bis zur von der Aufnahme bis zur Entlassung tatsächlich im Zentrum auch der Krankenhausversorgung stehen. Und auch da ist die große Herausforderung, dass wir Pflegefachkräfte haben, die eben diese Patienten- und Patientinnenbetreuung tatsächlich durchgängig erleichtern können. Und dann müssen wir natürlich, es ist ja logisch, es wird alles teurer und deswegen muss es eine Diskussion darüber geben, wie sowohl die Krankenversicherung als auch die Pflegeversicherung so reformiert werden, dass sie tatsächlich die finanziellen Bedarfe abdecken, aber eben auch dafür sorgen bei der Pflegeversicherung, dass die Menschen eben gerade in der stationären Pflege nicht in Armut abrutschen. Da haben wir ja auch eine Antwort, da werden wir nachher sicher auch noch konkret drauf kommen. Dankeschön. Genau, danke Frau Schulz-Asche. Sie haben es angesprochen, auch wie Herr Ilsdorfer schon, Pflegekosten mit Reformen verbunden stehen an und ebenso Pflege auf Augenhöhe als Stichwort. Frau Westig, ich würde jetzt an Sie übergeben. Wie sieht das Konzept der FDP an der Stelle aus? Ja, vielen Dank, Frau Heeser. Ich
freue mich, dass das Thema Pflege, das ein wirkliches Megathema ist, in diesem Wahlkampf zumindest angekommen ist. Also ich erlebe da doch einen großen Unterschied noch zu der Zeit, zum Wahlkampf vor 4 Jahren. Man merkt es auch, wie viel Fraktionskolleginnen und Kollegen dann nachfragen bei mir im Büro und Input wollen. Also es ist überall ein Riesenthema und ich finde das gut so, denn wir brauchen da eine breite gesellschaftliche Debatte, wie gute Pflege in Zukunft aussehen soll und auch wie sie finanziert werden soll. Wir sehen den akuten Fachkräftemangel in der Pflege mit großer Sorge und haben da als Freie Demokraten die Antwort beste Bildung. Wir wollen beste Bildung und das auch für die Pflegeausbildung. Das muss sich auf alle Bereiche beziehen. Es geht damit los, dass wir bislang ja immer noch keine bundesweit einheitlichen Qualitätsstandards für die Pflegeassistentenausbildung haben, obwohl 20.000 neue Stellen finanziert worden sind. Aus unserer Sicht ist das nur ein halber Schritt oder den zweiten Schritt vor dem ersten tun. Erstmal müssten wir doch die Ausbildung regeln und dann können wir auch rangehen, die Stellen zu finanzieren oder das zumindest gleichzeitig tun. Es geht weiter, dass wir uns in der vergangenen Legislaturperiode dafür eingesetzt haben, dass Auszubildende nicht mehr wie vollwertige Pflegefachkräfte angerechnet werden. Wir glauben, das ist ein wesentlicher Punkt, warum gerade Auszubildende dann ihre Ausbildung vorzeitig verlassen. Und das können wir uns überhaupt nicht leisten, auch weil diejenigen, also sie sind Lernende, sie dürfen nicht eingesetzt werden wie vollwertige Fachkräfte. Sie sind aber auch Botschafterinnen und Botschafter ihrer Ausbildung. Das heißt, das, was sie nach außen tragen, sollte möglichst positiv sein. Sonst haben wir auch Probleme, das Image der Pflege zu verbessern. Wir haben uns bei der Verabschiedung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung dafür eingesetzt, dass die Vermittlung digitaler Kompetenzen mehr abgebildet wird. Gemeinsam mit der Caritas und den Wohlfahrtsverbänden konnten uns allerdings nicht durchsetzen. Wir halten Digitalisierung für ein ganz wesentliches Element, den Pflegenden Entlastung zu verschaffen. Aber das ist das eine, aber auf der anderen Seite auch zu sagen, seht her, diese Ausbildung ist hat nicht nur was mit Zuwendung zum Menschen zu tun, sondern sie ist auch technologisch anspruchsvoll. Da ist sicherlich eine Chance vertan worden, die aber dann, so habe ich das mitbekommen, in den Curricula von den Pflegeausbildungsstätten nachgebessert worden ist. Wir setzen uns in dem Zusammenhang für eine verstärkte Akademisierung ein, insbesondere für eine Ausweitung der pflegewissenschaftlichen Fakultäten. Ich finde es fatal, dass Wallen da geschlossen wird. Wir brauchen nicht weniger Pflegewissenschaft, sondern mehr. Wir haben zu wenig Pflegepädagoginnen und Pädagogen. Wir brauchen aber auch Pflegeforschung, um evaluieren zu können, wie sieht denn jetzt die beste Gesundheitsversorgung aus. Wir wollen als Freie Demokraten 1% des Steueraufkommens zusätzlich in Bildung investieren und das soll natürlich auch für die Pflegeausbildung gelten. Wir glauben auch, dass die Schaffung von Karrieremöglichkeiten, dass es durchlässig möglich sein muss, von einer Karriere von der Pflegeassistenz bis zur Pflegeprofessur zu machen, dass das auch der Attraktivität des Pflegeberufs helfen würde. Digitalisierung habe ich gesagt, um die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Die Akquise ausländischer Fachkräfte ist sicherlich auch ein Baustein zur Behebung des Fachkräftemangels. Allerdings läuft die doch sehr bürokratisch ab. Selbst wenn die Visa-Erteilung funktioniert, funktioniert es noch lange nicht mit der Anerkennung der Abschlüsse. Da müssten wir auch noch mal ran. Und es ist jetzt die DEFA gegründet worden. Aber das wäre sicherlich auch noch mal
für eine neue Regierung nach der Wahl ein Punkt, da mal kritisch drauf zu schauen, wie effizient die wirklich arbeiten kann an diesem Thema. Ja, generell, was die Langzeitpflege angeht, bin ich da ganz nah an den Ausführungen meiner Vorrednerin von Cordula Schulz-Asche. Wir müssen schauen, dass Menschen selbstbestimmt so lange wie möglich in ihrer gewohnten Umgebung bleiben können. Dazu brauchen wir neue, innovative Wohnformen. Ich freue mich darüber, dass gerade bei mir in der Straße ein Pflege-WG gebaut wird, also ein Haus für eine Pflege-WG, und ich das also so hautnah mitbekommen kann. Das ist, wie gesagt, da müssen wir alles für tun. Da helfen sicherlich auch digitale Anwendungen. Wir müssen dazu auch sehen, dass wir die Sektoren überwinden können, um eben Menschen länger zu Hause lassen zu können. Und sicherlich auch die Brücke zum Ehrenamt schlagen. Da gibt es ja tolle Modelle. Ich kann mich erinnern, unser Netz e.V., Preisträger des Deutschen Pflegepreises, die haben das toll entwickelt in zwei Kommunen in Baden-Württemberg. Solche Modelle brauchen wir. Und ja, last but not least müssen wir uns darüber unterhalten, wie das alles finanziert werden soll, gerade vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung. Und da treten wir ein für eine generationengerechte Finanzierung. Wir können nicht noch mehr Schulden unseren Kindern und Enkelkindern überlassen. Da ist Nachhaltigkeit gilt eben nicht nur beim Klimaschutz für den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, sondern auch, das gilt auch ökonomisch. Deswegen setzen wir auf Eigenverantwortung. Wir unterstützen Modelle wie die betriebliche Pflegezusatzvorsorge, wie sie Eingang gefunden hat, in den Tarifabschluss der IG Bergbau Chemie. Das ist ein Modell, das hoffentlich noch viele Nachahmer findet, denn anders können wir eine generationengerechte Finanzierung aus unserer Sicht nicht erreichen. Vielen Dank erstmal. Ja, herzlichen Dank auch an dieser Stelle von mir schon mal für den kurzen Abriss, der auch schon regen wieder Niederschlag gefunden hat, jetzt bei uns hier im Chat mit diversen Fragen und bei den FAQs. Vielleicht so ein paar Auszüge der Fragen für Sie, dass Sie es schon mal gehört haben, gerade was Finanzierung angeht, ist im Vorfeld auch bei uns schon eingegangen von Herrn Beckmüller die Frage, dass es mal eine Überlegung gab, ob bestimmte Berufsgruppen wie die Pflege zum Beispiel abschlagsfrei früher in Rente gehen können. Gab aber auch konkrete Fragen, was die Vorbehaltsaufgaben für die praktische Pflegearbeit betrifft. Oder eben auch in Bezug auf die KAP, konzertierte Aktion Pflege, die Sie ja zum Teil auch schon angesprochen hatten, was man jetzt genau vor Ort auch den Pflegekräften an die Hand geben will, um dieser Katastrophe, die ja abzusehen ist, vielleicht auch noch Herr zu werden. Und ich würde jetzt gerne, das ist wie gesagt so ein paar Eindrücke dessen, was im Vorfeld einging, ich werde hier weiter sondieren und im Anschluss werden wir auch immer wieder Fragen nach einer bestimmten Zeit direkt an Sie adressieren. Jetzt gebe ich an Herrn Dr. May ab. Wir werden mit den drei Präsidiumsmitgliedern der Bundespflegekammer einfach ein politisches Gespräch mit Ihnen suchen. Jeder wird sich mit Ihnen über gewisse Punkte unterhalten und dann gucken wir, wer etwas dazu einwerfen will, meldet sich einfach und ansonsten freuen wir uns auf die Diskussion. Herr Dr. May, Sie haben das Wort. Mit Mikro. Dankeschön. So, ja, vielen Dank. Ich habe eine Frage an die Frau Behrens. Liebe Frau Behrens, die regionale Versorgung und Vernetzung ist ja mittlerweile in aller Munde oder auch in vielen Wahlprogrammen. Zwei Teilfragen. Was braucht es einerseits dafür, dass wir da wirklich gute, sag ich mal, Versorgungsmodelle haben? Und welche Rolle spielt nach Ihrer Auffassung hier die Profession Pflege?
Ja, also was wir insgesamt brauchen im Gesundheitsbereich, ist überhaupt mehr sektorenübergreifende Zusammenarbeit. Und aus meiner Sicht spielt dabei die Pflege eine ganz große Rolle, weil die Pflege, diejenigen, die die Pflege leisten, sind auch diejenigen, die im Grunde die Versorgungsanforderungen für die pflegebedürftigen Menschen ganz unmittelbar erfahren. Und wir wissen in der Pflege, dass für eine gute Pflege ganz unterschiedliche Professionen im Grunde eine Rolle spielen. Mir ist es zum Beispiel auch wichtig, immer wieder die Bedeutung der Hauswirtschaft deutlich zu machen. Insbesondere bei alten Menschen, die zu Hause einen Unterstützungsbedarf haben, beginnt das ganz oft im hauswirtschaftlichen Bereich und nicht im Bereich von Behandlungspflege. Das ist eher die Ausnahme. Von daher braucht es hier ein Zusammenspiel unterschiedlicher Professionen zum einen, aber es braucht eben auch eine Verknüpfung der unterschiedlichen Versorgungsangebote. Es ist nach wie vor völlig unbefriedigend, dass beispielsweise die medizinische Behandlungspflege in der stationären Pflege sozusagen als selbstverständlicher Bestandteil verstanden wird und nicht beispielsweise von der Krankenversicherung übernommen wird, wofür sie eigentlich zuständig ist, originär zuständig ist. Und da merken wir, dass das Zusammenspiel der unterschiedlichen Sektoren nach wie vor so nicht funktioniert, wie wir uns das eigentlich wünschen würden. Und im Krankenhaus ist aus meiner Sicht ein Riesenproblem, dass beispielsweise die Pflegedirektorin, der Pflegedirektor in den meisten Krankenhäusern nicht mehr auf der obersten Führungsebene ist, sondern auf der zweiten Führungsebene oder gar auf der mittleren Führungsebene. Halte ich für einen katastrophalen Fehler, weil auch im Krankenhaus ein ganz zentraler Aspekt wirklich die Verantwortung der Pflege ist. Das ist ja auch ein Grund, warum wir in dieser Legislaturperiode dafür gesorgt haben, dass das Pflegebudget aus dem Fallpauschalensystem wieder herausgelöst wird und eben eigenständig refinanziert wird, um hier den Krankenhäusern jedenfalls keinen Vorschub mehr zu geben, eben an der Pflege sparen zu dürfen. Darf ich noch mal ein bisschen konkreter nachfragen? Also können Sie sich auch vorstellen, dass die Pflege der Zukunft eine aktive koordinierende Rolle in diesen Systemen der regionalen Versorgung übernehmen kann und wie müsste das gesetzlich, sage ich mal, verankert werden? Also wirklich, die Pflege hat den Hut auch im regionalen Versorgungssettings und zwar professionsübergreifend. Können Sie sich das vorstellen? Das können wir uns sehr gut vorstellen. Wir haben ja auch in unserem Sozialstaatspapier beispielsweise das Thema Pflegelotsen verankert, weil wir einfach erkannt haben, dass an vielen Stellen die Betroffenen nicht die notwendigen Angebote bekommen oder auch nicht das richtige Setting für ihre pflegerische Versorgung im Grunde selber finden, weil einfach die Vielzahl der Ansprechpartner, die man da hat, Pflegestützpunkt, die Beratung durch die Pflegekasse oder auch die Kommune, dass sich darin zu orientieren, ist ganz schwierig. Und deshalb wünschen wir uns, dass es Pflegelotsen gibt, die halt in dieser konkreten, vor allem auch in der Akutsituation unterstützen, auch im Übergang eben von der Krankenhausversorgung zum Beispiel in die ambulante oder auch teilstationäre Versorgung. Und das müssen tatsächlich pflegerisch gebildete Menschen sein, die eine solche Funktion übernehmen können. Und ich glaube, dass das wirklich etwas ist, was im Moment wegen der Unterschiedlichkeit der vielen Angebote nicht funktioniert. Und wir bräuchten da ein ganz anderes Zusammenspiel, als wir es heute haben. Es hat aber auch einen anderen Hintergrund, denn sperrig ist einfach unsere Trennung von ambulant und stationär auf der einen Seite und die Trennung zwischen Pflegeversicherung und Krankenversicherung auf der anderen Seite. Das führt ja genau dazu, dass eben diese unterschiedlichen Anlaufpunkte da sind. Und deshalb glaube ich schon, man muss es noch mal größer auch strukturell denken, wie man eben diese Brüche, die da sind, eben auch verändern kann. Mhm. Vielen Dank. Dann würde ich jetzt den Staffelstab an die Kollegin Postel weitergeben. Ja, herzlichen Dank, Markus May. Und wir gehen streng alphabetisch vor. Das heißt, Herr Irzdorfer, wir sind jetzt zusammen dran sozusagen. Und
Erstmal vielen Dank für Ihr Plädoyer gerade, was ja sehr stark die Wertschätzung sozusagen der Pflegenden in den Vordergrund gestellt hat, aber auch des gesamten Systems, mit Sicherheit auch mit diesem Blick auf die gelebte Christlichkeit, gelebte Nächstenliebe in diesem Kontext. Und unser Motto hier natürlich heute ist, wie passiert das sozusagen ganz konkret? Und da würde ich auch gerne gerade auch sozusagen auf dem, was gerade Herr Dr. May auch bei Frau Behrens nachgefragt hat, gerne auch in den Versorgungssettings schauen. Sie haben, was ich auch sehr wichtig finde, das Thema pflegende Angehörige und Pflegefachpersonen angesprochen, dass beiden gerecht werden muss, dass das irgendwie gut funktioniert. Wie wollen Sie das ganz konkret gestalten, dass wir Entlastung haben der pflegenden Angehörigen, die hochbelastet werden, wenn die Pflegefachpersonen nicht da sind? Und wie wollen Sie die Pflege stärken, gerade jetzt mit Ihrem Erfahrungshintergrund? Also ich kann Ihnen sagen, dieses ganze Thema Pflege, wir reden sehr, sehr viel. Und es wird in Ausschüssen, in Arbeitsgruppen und alles, was da dazugehört, ist ja alles schön und recht. Und diese ganze, diese ganzen Worte müssen endlich umgesetzt werden in Taten. Sicher sind einige Dinge passiert, da braucht man gar nicht reden, das ist klar. Aber wir brauchen hier auch Entscheidungen und es muss hier wesentlich etwas passieren. Und das Wesentliche, was passieren muss, hat natürlich bei den Beschäftigten damit zu tun, dass die Grundvoraussetzungen passen müssen. Wir setzen uns ein für Ausbildung, Weiterbildung, alles, was dazugehört. Das ist mit Sicherheit, dass wir hier hohe Qualitätsstandards setzen. Von denen dürfen wir auch nicht abweichen. Wir müssen aber schon auch versuchen, dass wir niemanden, der einen schulischen Abschluss hat, der von mir aus auch mit mittlerer Reife oder Hauptschulabschluss betrifft, der darf nicht ausgegrenzt werden, weil nur Akademisierung zählt. Wir brauchen hier auf Augenhöhe zum einen die Ausbildung und wir brauchen natürlich die Akademisierung. Beides muss zusammenlaufen. Können Sie das in Prozente nehmen, Herr Erstdorfer? Das wäre doch spannend. Wie viel brauchen wir? Wovon und wie schaffen wir die Durchlässigkeit? Ganz wichtiger Tatsache Punkt. Die Tatsache ist, dass wir ungefähr 10% der akademisierten Berufe in Führungsebenen brauchen. Wir brauchen aber auch die akademisierte Pflege am Bett. Und ich kann Ihnen hier nur sagen, dass wir bei dem Bereich der Pflegewissenschaften, dass wir hier Führungsangebote anbieten, da brauchen wir ungefähr 10%. Und wir dürfen nicht hier meinen, dass wir, wenn wir mehr ausbilden, dass dann etwas gewonnen ist. Weil wir verlassen so viele junge Menschen dann diesen ganzen Bereich, die enttäuscht sind, weil sie dann keine Stelle bekommen. Und ich glaube, das Wesentliche muss schon noch immer sein, dass die Arbeit am Bett das prägende Element ist. Und dieses prägende Element heißt natürlich auch, dass wir die Bedingungen am Bett so ausstatten müssen, dass derjenige, der die Professur Pflege betreibt, genügend Zeit auch hat. Dass er Zeit hat, sich um den Menschen zu kümmern. Dass er das auch rüberbringen kann. Dass er nicht nur hier hektisch seine ganzen Fallzahlen abarbeitet, sondern dass er die Möglichkeit hat, hier zu verweilen. Dass er die Möglichkeit hat, sich auch mit Sorgen, Nöte und Begebenheiten auch anzuhören. Das ist doch ein wesentlicher Punkt, was die Menschen in der Pflege auch wollen, sowohl die Bedürftigen als auch diejenigen, die im Beschäftigungsverhältnis sind. Und das wird nur gehen mit mehr Personal. Und jetzt kann man natürlich hierher gehen und kann hier großartige Pläne erstellen und alles, was dazugehört. Ich kann Ihnen nur sagen, ich halte was davon, von einem Praxisjahr Pflege, das vor der medizinischen Ausbildung ganz klar ein Jahr festgelegt wird, dass man hier in der Pflege arbeiten muss als Einstieg. Und ich glaube, es hat auch den Vorteil, dass wenn später dann die medizinischen Berufe im ärztlichen Bereich ausgeübt werden, dass man erstens weiß, was Pflege leistet und zweitens, dass man auch hier im Umgang miteinander, dass man hier nicht eine Situation, die ich ja oft auch geschildert bekomme, hier ist der große, top ausgebildete Arzt und hier meint man, ist die Pflegekraft, die zwar auch eine Ausbildung hat, aber naja, die läuft dazu. Das muss sich ändern. Hier muss sich das Verhältnis ändern, hier muss sich die Haltung ändern.
Das, glaube ich, ist wesentlich und das kann man ganz einfach mit einem Praxisjahr einfach erleben. Wenn man in einen medizinischen Beruf geht, muss man zuerst Pflege machen. Das ist die Grundvoraussetzung, dass ich dann ein Medizinstudium und alles, was dazugehört, dann mache. Das, glaube ich, ist ein wesentlicher Punkt. Zweitens natürlich das Thema Bezahlung. Für uns war es wichtig, genauso auch, das muss man schon auch dazu sagen, für die SPD, gell? Also ich bin der Heike Behrendt sehr, sehr dankbar, dass sie da immer auch treibende Kraft war in dieser Koalition, dass wir gemeinsam hier versucht haben, diese tariflichen Angebote hinzubekommen. Und Jens Spahn hat es dann zwar natürlich in einer handwerklich sehr brachialen Art und Weise umgesetzt, dass er gesagt hat, jeder, der hier nicht nach Tarif bezahlt, kann aus der Pflegeversicherung, aus diesem Topf, auch keine Leistungen abrechnen. Und das ist richtig so. Das ist notwendig, weil vom Klatschen auf Balkonen allein kann man keine Miete bezahlen, kann man keinen Lebensunterhalt leisten. So muss es sein, dass da eine Regionalkomponente dazukommt, ist vollkommen klar, nach Lebenshaltungskosten, alles, was dazugehört. Aber dieser Anfang ist gemacht und dieser Anfang ist richtig. Dieser Anfang war notwendig und deshalb bin ich froh, dass wir in diese Richtung gehen. Ich muss allerdings auch einen Fehler eingestehen unserer großen Koalition. Das ist, dass wir Kinder- und Jugendpflege hier in die Generalistik gepackt haben. Das ist inhaltlich falsch und wir merken es an den Zahlen. Und deshalb muss man hier möglichst schnell auch nachjustieren und korrigieren, dass Kinder- und Jugendpflege aus der generalistischen Pflegeausbildung herauskommt. Das muss sich ändern und deshalb hoffe ich, dass wir das dann auch angehen. Danke. Gut. Wir kommen nachher nochmal auf das Thema zurück. Sicherlich, ich gebe jetzt erstmal weiter. Ich habe natürlich hier, muss doch nachher, vielleicht denken wir da nochmal drüber nach, einfach wie sehr brauchen wir eigentlich fachweitergebildete Kolleginnen und Kollegen, gerade im pädiatrischen Setting. Aber wir kommen ganz sicher dazu nochmal zu sprechen und ich gebe jetzt erstmal weiter an Christine Vogler. Ja, vielen Dank. Das konnte ich mir jetzt aber nicht verkneifen. Ja, aber da kommen wir ja nachher noch drauf. Wir machen ja noch eine zweite Runde. Vielen Dank an Sandra Postel und an Herrn Irzdorfer. Liebe Frau Schulz-Asche, wir beide dürfen jetzt miteinander ein wenig sprechen. Ich habe tatsächlich zwei vielleicht doch relativ konkrete Fragen. Sie kommen ja jetzt quasi als Grüne aus der Opposition und haben das beäugt, was die Regierung die 4 Jahre gemacht hat. Und Sie haben vorhin schon angesprochen, so eine Geschichten wie Community Health Nurse. Frau Behrendt hat schon auch die Sektoren angesprochen. Wir sind in der Situation, dass pflegerische Arbeit, pflegerische Leistungen, fachpflegerische Leistungen über 3 Sozialgesetzbücher letztendlich heute abgedeckt wird. Vorrangig natürlich die Krankenversicherung und die Pflegeversicherung, aber auch das SGB IX, Rehabilitation und Teilhabe, ein großer Bereich inzwischen auch geworden ist. Und das ist ja... Das SGB XII. SGB XII, Entschuldigung. Genau. Und SGB XII noch zusätzlich, genau. Also wir haben einen breiten Fächerkanon an Sozialgesetzbüchern, die pflegerische Leistung quasi finanzieren. Und wir sprechen über Sektoren, die ja strukturell durch diese Sozialgesetzbücher getrennt sind und uns eine große Sorge bereiten seit vielen Jahren. Jetzt sprechen Sie davon auch in Ihrem Wahlprogramm über das Auflösen dieser Sektoren, auch die Sozialgesetzbücher anzugucken und eine Bürgerversicherung zu überführen. Was meinen Sie damit genau und was bedeutet das wirklich tatsächlich für die pflegerische Arbeit und deren Bezahlung? Oh, das ist ja ein ganzes Paket, was Sie da jetzt... Genau, Sie haben 5 Minuten. Ja, ich fange vielleicht mal nochmal mit dem... Ich glaube, dass die Fachpflege eine der zentralen Berufe in den nächsten 40 Jahren in unserem Land sein wird, aufgrund der demografischen Situation. Und wir haben in Deutschland ein Gesundheitswesen, was auch im Vergleich mit allen für mich relativ gut aufgestellten europäischen Ländern ein Pflegewesen, was nachgestellt ist und wir haben ein sehr arztzentriertes System. Das sehen wir auch daran, dass wir im Prinzip ja diese keine Community Health Nurses außer in Modellversuchen bisher oder einzelnen Ausnahmen haben. Das heißt, die Frage, wie geht man mit Prävention und Gesundheitsförderung, gerade auch für ältere Menschen an, wie geht man mit Unterstützung von Familien in der Angehörigenpflege um? Es sind ja immerhin 75% der Pflegebedürftigen werden ja zu Hause gepflegt und brauchen natürlich sowohl Betreuungsunterstützung über das SGB IX,
11, als auch durch die, als auch im Bereich der Krankenpflege übers SGB 5. Also es sind ja tatsächlich Bereiche, die bei uns zersplittert sind, aber die, wo gerade die Pflege eben eine zentrale, auch koordinierende medizinische, soziale und pflegerische Leistung, koordinierende Funktion bekommen muss. Und dafür brauchen wir tatsächlich eine am besten auch auf Aufbau und auf der generalistischen Ausbildung jetzt und zwar möglichst schnell eben akademisierte Fachkräfte, die in der Lage sind, eigenständig vor Ort im Stadtteil zu arbeiten und davon möglichst viele. Und das ist, glaube ich, das wirklich ein gesellschaftliches Ziel sein. Und dann müssen diese Bereiche müssen auch bezahlt werden. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass man im Bereich der Gemeindepflege, dass die Kommunen selber mit Angestellten hochakademisierten, also mit diesen entsprechend akademisierten Pflegekräften arbeiten. Das ist, glaube ich, das eine. Und wir brauchen aber auch, wir brauchen eine gute Assistenzausbildung. Im Moment ist es ja völlig absurd, dass man in den Bundesländern unterschiedliche Assistenzausbildung hat. Das heißt, wenn eine Assistenzkraft umzieht, dann verliert, muss sie sozusagen eine Nachprüfung machen oder wird nicht mehr anerkannt. Das ist ja irre. Deswegen fordern wir auch wir fordern eine bundesweite Assistenzausbildung. Und ich finde, dass man auch bei den Betreuungskräften, die ja über das SGBL vor allem finanziert werden, dass man da mehr auf Qualität auch achten muss, gerade was zum Beispiel den Umgang mit Demenzerkrankten und so, also auch dort entsprechend die Ausbildung anpasst. Und dann müssen diese. Ja. Eine kurze Zwischenfrage zu den Pflegefachassistenten. Das Fordern, das wird ja schon seit Jahren im Grunde vom Tisch gewischt, diese Forderung, dass wir sagen, wir brauchen dann eine vernünftige, auch tariffähige Pflegeassistenzausbildung über 2 Jahre, die sich an europäischen Kriterien orientiert. Das wird ja immer so weggewischt auf der Bundesebene, das ist Länderebene. Ne? Wir haben in der CAP gesehen, dass die Absprachen zwischen den Ländern überhaupt nicht funktionieren. Wenn man heute jetzt auf die Länder guckt, macht jeder nach wie vor seins. Welches Mittel haben Sie denn in der Zukunft tatsächlich da auch zu sagen, okay, wir einen das tatsächlich bundesweit? Also das sehe ich als eine wirklich der dringenden Aufgaben an. Und wir müssen einfach von diesen Länderegoismen auch in diesem Bereich, die haben genug andere Aufgaben. Die sollen sich um das kümmern, wofür sie zuständig sind und wo sie auch Kompetenzen haben. Aber wie eine Assistenzausbildung aussieht, da sollte man wirklich sehen. Wie gesagt, ich will denen das gar nicht wegnehmen, die sollen es weitermachen. Aber wir müssen dafür sorgen, dass die fertige Ausbildung in allen Bundesländern anerkannt wird. Und das kann ja nicht das Problem sein. Dass die müssen halt alle das gleiche Niveau haben nach bestimmten Regeln. Und diese Regeln müssen jetzt vorgegeben werden. Wir werden ja diese Assistenzkräfte, Herr Ilstorfer hat ja davon gesprochen, wir müssen ja auch Einsatzbereiche haben, jetzt für Nicht-Abiturientinnen und Abiturienten. Wir brauchen ja sehr viele Pflegekräfte, die eben in entsprechenden Bereichen in Teams miteinander arbeiten können. Und dafür müssen wir jetzt die Voraussetzungen schaffen. Und da sehe ich die Assistenzausbildung als eine der ganz wesentlichen Möglichkeiten, dass man tatsächlich hier nicht auch irgendwelche Qualifikationen verliert, nur weil man in ein anderes Bundesland umzieht. Das können wir uns alles nicht mehr leisten. Und das werden auch die Länder einsehen müssen. Manche haben es ja auch schon eingesehen. Wie gesagt, für die Berufsausbildung sollen sie gerne weiter zuständig bleiben, aber nach gemeinsamen Regeln. Wir haben gemeinsame Gesetze, wenn es auch ein bisschen viele sind. Aber wir haben im Moment auch schon gemeinsame Gesetze und da haben sich alle Bundesländer dran zu halten. Und ich finde, dass die Voraussetzungen für den Zugang, gerade in der Pflege, wo es ja nicht nur darum geht, Wissen anzuhäufen, sondern wo es eben auch darum geht, bestimmte Fähigkeiten zu entwickeln, gerade auch im Umgang mit Menschen, in der Kommunikation mit Menschen, dass wir hier einheitliche Standards auch in der Assistenzausbildung haben. Mhm. Herr Ilstorfer, Sie sind eigentlich nicht dran, aber Sie melden sich ganz brav. Deswegen 2 Sätze dürfen Sie jetzt sagen. Und dann würde ich aber noch mal einmal auf die sozusagen auf die Bürgerversicherung noch einen kurzen Satz gerne hören wollen. Ich ziehe meine Wortmeldung zurück, weil die Kollegin hat es dann noch erwähnt, dass das Design muss bundeseinheitlich sein und die Qualität auch. Die Umsetzung kann bei den Ländern bleiben. Wir möchten niemandem was wegnehmen. Das ist dann noch gekommen. Ich war dazu vorher. Dann sind wir ja froh. Gut, Frau Schulz-Asche, dann noch mal was zur Pflegebürgerversicherung, so ein Stück weit. Ja, wir haben ja in der... Jetzt, wenn wir nur die Pflegeversicherung betrachten, haben wir ja 2 Grundsatzprobleme. Das eine sind die steigenden Eigenanteile, gerade auch in der stationären Pflege.
beziehungsweise die Nichtinanspruchnahme der von Pflegeleistungen in der ambulanten Pflege. Das sind ja Probleme, die tatsächlich die Qualität in Deutschland auch gerade im Bereich der Langzeit- und der Altenpflege tatsächlich beeinflussen. Und deswegen haben wir ja mit der doppelten Pflegegarantie hier ein Modell vorgeschlagen, wie wir die Eigenanteile deckeln wollen. Und das führt natürlich am Ende dazu, dass wir mehr Ausgaben auch für die Pflegeversicherung haben. Wir müssen uns ja nichts vormachen. Wir reden ja alle von mehr Personal, von besser qualifiziertem Personal, von neuen Einsatzmöglichkeiten, von akademischen Kräften. Wir reden über alle möglichen Leistungen, die Geld kosten. Und deswegen müssen wir auf der einen Seite sicherstellen, dass die Familien, auch die zu Hause pflegen, tatsächlich sich es leisten können, sich pflegerische Unterstützung zu holen bei der häuslichen Pflege, als auch dafür zu sorgen, dass in der stationären Pflege die Leute durch die Eigenanteile nicht verarmen. Wir sind jetzt, glaube ich, bei über 900 Euro im Monat im Durchschnitt nur für pflegerische Leistungen bei den Eigenanteilen. Und dass das nicht so weitergehen kann, ist, glaube ich, allen klar. Und deswegen brauchen wir vor allem auch in der Bürgerversicherung, brauchen wir eine Reformdebatte oder beziehungsweise auch eine Umsetzung von einer einkommensbezogenen, gerechten sozialen Einzahlung in eine Versicherung, die diese sozialen Aufgaben zu übernehmen hat. Wir reden ja hier auch wirklich über einen Bereich, wo wir noch die Besonderheit haben. Deswegen halte ich es in der Pflegeversicherung für relativ einfach, das umzusetzen. Nicht nur, weil es sich um soziale Daseinsvorsorge handelt, sondern auch, weil die Leistungen in beiden Versicherungsarten, der privaten und der sozialen Versicherung, identisch sind, also was ja bei der Krankenversicherung nicht so ist, aber in der Pflegeversicherung ist es so. Und deswegen halte ich das für richtig, jetzt tatsächlich zu einer einkommensbezogenen, und zwar alle einkommensbezogenen Versicherung zu kommen, eben einer Pflegebürgerversicherung. Vielen Dank, Frau Schulz-Asche. Ich darf weitergeben wieder an Markus May und Frau Westig. Mikro. Immer wieder dasselbe. Ja. Okay. Liebe Frau Westig, ich habe eine Frage. Und zwar, die CAP wurde ja schon angesprochen, nur für die Zuschauer, nochmal, damit das transparent ist. Es handelt sich um die konzertierte Aktion Pflege. Ja, das ist ja eine Runde, wo die Beteiligten sozusagen zusammengesessen haben, haben sich Gedanken gemacht über die Weiterentwicklung der Pflege. Da sind hunderte von Seiten Material rausgekommen, ganz viele Dinge, die angeschoben werden müssten und müssen. Wir erleben parallel im Prinzip, dass die Anzahl der Beschäftigten im Gesamtbereich sinkt, in bestimmten Bereichen steigt sie auch. Ja. Was wären dann aus Ihrer Sicht die 3 bis 5 wichtigsten Maßnahmen, die sehr schnell nach einer neuen Bundestagswahl auf den Weg gebracht werden müssten, um die schwierige Situation, die personelle Situation der Pflege auch anzugehen? Auch Mikro? Genau. Ja, im Grunde kann ich da anschließen, was ich eben gesagt habe. Ich bin rückwirkend der Meinung, dass in der ganzen Legislaturperiode viel zu wenig für die Pflegeausbildung getan wurde. Also eigentlich erschöpft sich das auf die Verabschiedung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung und ein paar Regelungen zur Finanzierung. Da sollten wir mehr Augenmerk drauf legen. Pflegeassistenzausbildung ist ein Punkt, und ich möchte da noch mal ganz deutlich auch für meine Fraktion sagen, wir haben ja auch in anderen Bereichen schon deutlich gemacht, dass der Föderalismus im Bildungsbereich durchaus an der einen oder anderen Stelle an seine Grenzen kommt. So, deswegen haben wir ja auch den Digitalpakt Schule auf den Weg gebracht, eben auch von Bundesebene gestaltet wird. Und ich denke, wir haben es hier mit der Ausbildung in einem Mangelberuf zu tun. Und da kann der Bund nicht wegsehen. Also da brauchen wir einfach auch den Bund, dass er sich da verantwortlich fühlt. Also das dann möchte ich weitergehen, dass die Akademisierung voranschreitet, übrigens gemeinsam mit den Ländern flächendeckend pflegewissenschaftliche Fakultäten aufzubauen, um eben auch den Qualifikationsmix zu gewährleisten.
Ich wäre sehr dafür, dass man auch überlegt, Community Health Nurse ist schon gefallen, aber wie sieht es aus mit einem Pflegeinformatiker, Pflegeinformatikerin, der da vielleicht an die Seite gestellt werden kann? Ich glaube, da ist noch viel Innovationspotenzial, was zu heben wäre. Das im Bereich der Ausbildung. Dann sicherlich auch da hat die KAP Vorschläge gemacht im Bereich der Digitalisierung. Ich möchte das hier nochmal deutlich sagen, weil wir hatten vor einiger Zeit den Facebook-Chat von der Caritas. Da hieß es immer so, Digitalisierung, das sind ja nur Pflegeroboter und man will alle Menschen mit Pflegerobotern versorgen. So ist es nicht. Digitalisierung ist kein Selbstzweck. Sie dient einzig und allein der Entlastung. Hier im Bereich der Pflege, der Entlastung von Pflegenden, aber sicherlich auch, um Möglichkeiten zu schaffen, dass Menschen länger zu Hause bleiben können, mit digitalen Anwendungen, auch im Bereich der Telepflege, die unterstützen kann, wo wir Probleme mit der Versorgung im ländlichen Raum haben. Und das alles auch nicht nur technische Ausstattung, sondern immer flankiert mit der Vermittlung digitaler Kompetenzen in Aus- und Weiterbildung. Das ist Digitalisierung. Es geht eindeutig nicht darum, Menschen mit Robotern versorgen zu wollen, weil ich sehe mich da auch immer diesem Vorwurf als Digitalisierungspartei ausgesetzt. Dann hat die KAP auch Vorschläge gemacht, eben für die Akquise ausländischer Pflegekräfte. Da, denke ich, mussten wir auch noch mal ran. Da ist sicherlich auch einiges in Stocken geraten durch die Pandemie, dass es einfach nicht so möglich war. Aber da würde ich gerne nach, dass eine neue Regierung nach der Regierungsbildung sagt, was ist denn da jetzt, was vermag die DEFA, wo hat sie Defizite, wo können das andere besser, wie kommen wir da zu einer effizienteren Arbeitsweise, denn ich erlebe das immer wieder. Ich habe bei mir im Rhein-Sieg-Kreis ein kleines Krankenhaus in Altdorf, die ein tolles Konzept haben für die Akquise und einfach an der Bürokratie scheitern. Mhm. Und das darf einfach nicht sein. Müssen wir sicherlich auch über die Finanzierung reden. Und da habe ich eine etwas andere Haltung. Ich finde, selbst wenn wir eine Bürgerversicherung einführen, werden wir das Problem nur aufschieben. Wir werden es nicht wirklich lösen. Denn irgendwann werden wir auch da wieder an den Punkt kommen, einfach weil wir immer weniger junge Einzahlende haben und immer mehr Menschen, Ältere mit Pflegebedarf. Das wird schwierig sein. Und da bin ich für eine ehrliche Debatte. Die Pflegeversicherung ist vor 26 Jahren eingeführt worden. Der Gesetzgeber hat bei der Einführung die Eigenverantwortung betont. Wir haben eine Teilleistung. Das ist nur durch die ständigen Beitragserhöhungen nicht allen Menschen bekannt. Und da müssen wir offen drüber sprechen und transparent kommunizieren, dass einfach zusätzliche Vorsorge nötig ist und wie man das am besten regelt. Ich sage aber hier auch ganz klar, wir müssen auch über eine Übergangslösung sprechen. Und da sage ich sogar, da werden wir auch über eine zeitweise Steuerfinanzierung nachdenken müssen. Vielleicht vielen Dank dafür. Zur Finanzierung habe ich eine Frage noch. Sie haben die ausländischen Pflegefachpersonen genannt. Sehen wir auch sehr wichtig an, dass das auch gefördert werden muss. Wir sehen aber auf der anderen Seite auch, dass das extrem hohe Herausforderungen im Praxisfeld nach sich zieht. Zum einen, was die Integration ins Berufliche angeht, aber auch in die kulturelle Integration und die private Integration. Und würden Sie es auch unterstützen, dass man sagt, diese Kosten, das sind Kosten, die man nicht, sage ich mal, einer Pflegeversicherung oder einer Krankenversicherung überträgt und den Einrichtungen, sondern das sind, wären eigentlich staatliche Aufwendungen, die voll refinanziert werden müssten. Wir reden da von 20.000 bis 30.000 Euro pro Person. Auf die Gefahr hin, dass jetzt keiner meiner Haushälter zuhört, sage ich, da müssen wir drüber reden, müssen okay. Wir durchaus drüber sprechen, ja.
Vielen Dank. Dann würde ich jetzt weitergeben an dich, liebe Sandra. Ja, herzlichen Dank. Und Frau Behrens, ich gucke mit Ihnen gemeinsam auf die Uhr. Sie haben uns vorhin gesagt, dass Sie nach hinten raus limitiert sind. Ich mache es dementsprechend kurz, bin aber froh auch trotzdem für ein Statement. Nachdem wir ja vorhin sehr stark nochmal das Thema Versorgungssicherheit und Versorgung und auch sektorenübergreifende Versorgung von Ihnen beschrieben bekommen haben, ergeben sich daraus natürlich auch ganz klare Handlungsfelder der Pflege, die natürlich sich einerseits über die vorbehaltenen Tätigkeiten, aber auch erweiterten Kompetenzen darstellen. Sie haben auch den Pflegelotsen ins Spiel gebracht. Jetzt aber an Sie und an die SPD die Frage: Wer wird eigentlich dieses Handlungsfeld der Pflege strukturieren und beschreiben, weil Sie ja nicht für eine Kammer sind? Also wie schaffen wir es ohne Selbstverwaltung, dass die Pflege nicht nur mitspricht, sondern möglichst auch strukturiert und Normenrecht hat? Oder soll sie das gar nicht haben, Frau Behrens? Das wäre meine Frage. Ja, zunächst mal ist es nicht zutreffend, was Sie gesagt haben, dass ich nicht für eine Pflegekammer wäre, sondern. Okay, das halte ich fest, danke. Ja, genau. Mehr wollte ich gar nicht wissen. Nein, das ist ja eine ganz wichtige Geschichte. Also ich habe ja bei meinen öffentlichen Äußerungen dazu immer nur dargestellt, dass es in der SPD, in den Landesverbänden dazu unterschiedliche Auffassungen gibt und da gibt es keine Einigkeit. Ich persönlich halte sehr viel davon, eine echte Pflegekammer zu haben, die wirklich das Mandat hat, in den Strukturen unseres Gesundheitswesens wirklich mit Sitz und Stimme vertreten zu sein, um eben wirklich die pflegefachliche Expertise einzubringen, aber eben wirklich auch, um in diesen Strukturen mitzuwirken und etwas zu verändern. Und ich glaube auch gar nicht, dass ich da unbedingt im Gegensatz zu denen stehe, die jetzt innerhalb meiner Partei beispielsweise vor allem auch die Gewerkschaften stark machen wollen, weil ich der festen Überzeugung bin, dass wir eine Rollenteilung brauchen. Wir brauchen eine starke Gewerkschaft, die für gute tarifliche Rahmenbedingungen bei der Entlohnung sorgen. Und wir brauchen gut funktionierende Berufsfachverbände in der Pflege, die aber eben wirklich auch die unterschiedlichen Pflegeprofessionen hinter sich haben. Und ich bin der festen Überzeugung, wir brauchen auch eine Pflegekammer, die unmittelbar in die politischen Rahmensetzungen mit eingreifen und mitwirken kann. Wir sehen, welchen großen Einfluss die Ärzteschaft hat mit ihrer Kammerstruktur. Wir sehen, welchen großen Einfluss die Apotheker haben mit ihrer Kammerstruktur. Und ich bin der festen Überzeugung, wir brauchen auch eine Pflegekammer, die eben wirklich dann in diesen Selbstverwaltungsorganen unseres Gesundheitswesens mitwirkt. Nur so werden wir die Pflege wirklich stärken können. Und nur so wird es möglich sein, dass wirklich auch die Erfahrung, das Wissen der Pflege mit eingebracht wird. Und ich sage das auch deshalb, weil ich ja früher, als ich noch im Vorstand im Diakonischen Werk Württemberg war, selber Vorsitzender einer Pflegesatzkommission war. Ja, da wird eben nicht nur über Geld geredet, sondern da wird darüber geredet, wie sind die Personalschlüssel, wie müssen die Personalschlüssel gestaltet sein, um eine gute Pflege zu leisten. Da dominieren eben die Kassen und die überörtlichen, die Sozialhilfeträger, die diese Frage unter finanziellen Gesichtspunkten reflektieren, aber nicht unter pflegefachlichen Gesichtspunkten. Und deshalb muss man natürlich in diesen Diskussionen wirklich das Wissen und die Erfahrung der Pflege mit einbringen. Und deshalb ganz klar, ich bin der Überzeugung, die Pflege braucht da einen anderen Stellenwert. Sie braucht auch im gemeinsamen Bundesausschuss einen ganz anderen Stellenwert. Das reicht doch überhaupt nicht, wie sie da im Moment vertreten ist. Und das kann nur funktionieren, wenn man da eine entsprechende Institution hat. Und das ist die Pflegekammer. Also von daher, das ist mir schon wichtig, das persönlich so nochmal klarstellen zu können. Und ich muss mich entschuldigen, aber ich habe einen Folgetermin, den ich leider nicht verschieben kann. Und deshalb muss ich mir jetzt tatsächlich leider ausklinken, obwohl ich gerne noch weiter diskutiert hätte mit den Kolleginnen und Kollegen. Herzlichen Dank. Und auch Ihnen natürlich. Ich bin mir sicher, wir werden das nochmal nach- oder weiterführen und habe ja auch gar nichts mehr zum Nachbohren. Also herzlichen Dank an der Stelle. Dankeschön Ihnen. Tschüss. Tschüss.
Tschüss auch von unserer Seite. Sandra, soll ich übernehmen? Ja, bitte. Dann gibst du mir das Wort? Sehr schön. Genau, ich übergebe dir das Wort, richtig. Herr Ilsdorfer, jetzt dürfen wir beide. Ich habe auch wieder so zwei Fragen, zwei Richtungen. Eine, die würde ich jetzt mal so ein bisschen aus dem Chat aufnehmen, die immer so ein bisschen parallel mitläuft. Und zwar die Situation der Pflegekolleginnen und Kollegen, die direkt in der Versorgung arbeiten, die einfach viel, viel, viel zu wenig Menschen sind und da eine große Not entsteht. Und wir haben ja im Rahmen der CAP auch viel dazu gesprochen, aber es ist wenig direkt tatsächlich, trotz doch auch viel Lob am Ende der Parteien zu sich zum Thema CAP, bei den Kolleginnen vor Ort wirklich wenig Wirkung angekommen. Und wir haben, wir fordern ja schon auch eine ganze Zeit lang Pflegepersonalbemessungsverfahren. Wir haben sie in der Langzeitversorgung jetzt mit dem Rotgang-Gutachten bekommen. Da haben wir eine lange Laufzeit, bis sie umgesetzt wird. In den nächsten 4 Jahren darauf wir warten. Und wir haben vorgelegt auch einen Vorschlag zur Personalbemessung, eine Interimslösung, bis ein neues Personalbemessungsverfahren dann auch starten kann, vorbereitet werden soll, jetzt von der GKV, vom GKV-Spitzenverband und der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Und auch hier sind viel lange Zeiträume geplant, also bis zu 4, 5, 6 Jahren, bevor irgendwas greift. Die Not ist heute schon riesig. Welche konkreten Vorstellungen haben Sie denn in der CDU-CSU wirklich möglichst auch kurzfristiger als diese Planung jetzt anstehen, Erleichterungen für die Kolleginnen vor Ort zu schaffen? Gibt es da Überlegungen, die über diese plakativen Geschichten und über auch diese gesetzlichen Initiativen GVWG und was jetzt alles gewesen ist, tatsächlich kurzfristiger greifen können? Und was können wir den Kolleginnen und Kollegen in der Praxis sagen, wenn sie auf uns zukommen und sagen, ich habe heute die Not, was kann ich tun? Also, jetzt hören Sie mich. So, ich kann Ihnen nur eins sagen, diese ganzen Dinge, die hier in der CAP natürlich entschieden worden sind, wo wir uns alle breit gelobt haben und toll sind und wunderbar, ich kann nur sagen, was in 6, 8 Jahren ist, ist ja alles schön und recht. Dass man eine langfristige Planung macht, gut, aber ich brauche doch jetzt eine Hilfe. Und das löst mir nicht das Problem, wenn ich jetzt völlig überbelastete Pflegerinnen und Pfleger habe, die durch Corona natürlich noch mehr in eine Richtung gedrängt worden sind, wo sie ausgebrannt sind, wo sie fertig sind, wo ich im Endeffekt brauche ich Personen und ich brauche Anreize, dass man sagt, okay, was kann ich leisten, wie viele Stunden kann ich leisten, was kann ich machen. Und da gibt es ganz konkrete Vorschläge. Einen habe ich vorher schon gemacht, das Praxisjahr Pflege, dass wir vor der medizinischen Ausbildung hier und von mir aus, wenn Sie mich runterhandeln von einem Jahr auf ein halbes Jahr, ja, na, ist doch auch schon was, dass diejenigen, die hier in ein Studium gehen, vorher in die Pflege gehen, das auch lernen und dementsprechend auch für ihre medizinische Ausbildung brauchen können. Punkt 1. Punkt 2, das Gesellschaftsjahr. Ich glaube, es ist notwendig, dass wir eine Situation ja haben, die den ganzen Bereich Zivildienst damals mit der Abschaffung bzw. Aussetzung der Wehrpflicht. Das Ganze hat doch das System bis heute nicht verkraftet, dass wir in diesem Bereich der niederschwelligen Tätigkeiten heute größte Probleme haben, dass wir die Zivildienstleistenden, die gute Arbeit geleistet haben, die haben wir nicht ersetzen können. Und wir müssen halt auch sagen, dass wir aus den über 40.000 Zivildienstleistenden, die in der Pflege tätig waren, dass wir hier auch 11.000 Lehrverträge dann generieren konnten. Das ist doch ein Instrument, wo wir wissen, dass es greift. Und deshalb haben wir das Gesellschaftsjahr hier auch wieder drin, zwar in einer anderen Form, wie das Ganze früher war, mit Wehrpflicht und solche Sachen, ganz anders aufgesetzt. Und ich glaube, dass das eine Möglichkeit ist, dass wir hier Leute generieren können, die in den stationären Einrichtungen hier niederschwelligen Dienst auch leisten können für ihr Land und dass sie hier auch lernen und auch sehen, dass sie sich auch ausprobieren können, ob dieser Beruf vielleicht nicht für sie auch etwas ist. Das sind zwei Varianten, aber eine wesentliche Variante für diejenigen, die jetzt auch viele Überstunden haben. Ja, glauben Sie, dass wenn wir diese Überstunden hier in Zeit dementsprechend gutschreiben und dann abfeiern lassen, dann haben wir ja ein Riesenproblem, das schleppen wir mit wie ein großer Rucksack.
Und deshalb bin ich dafür, dass wir hierher gehen und wirklich hier eine Bezahlungsmöglichkeit ohne Abschläge anbieten, dass man hier diesen Stundenlohn für diese Überstunden, dass die ausbezahlt werden ohne Sozialversicherungsbeiträge und ohne Steuern, wo man hergeht und sagt, ja, das ist netto für brutto und dass man das Ganze hinbekommt. Und ich glaube, hier kann man dann auch wieder klar Schiff ziehen. Hier ist der Anreiz für die Pflege da, dass man sagt, oh, die haben uns nicht vergessen, die haben nicht mit irgendwelchen Boni oder was gearbeitet. Das ist für mich alles ein wirres System. Das dauert auch zu lange. Und wir brauchen hier eine ordentliche Bezahlung der Überstunden. Die müssen geleistet werden. Das kann man sich leisten. Das muss steuerfinanziert werden. Und Ende. Und dann fangen wir hier frisch an. Und dabei haben wir dann diese neuen Kräfte. Natürlich auch das Ausland. Das unterstütze ich. Und generell muss man aber schon sagen, wenn man immer wieder ruft dann nach dem Ausland, Deutschland muss schon seine Probleme selbst lösen. Also das ist nicht eine Sache des europäischen Auslands, sondern hier brauchen wir eine andere Wertschätzung, hier brauchen wir andere Grundbedingungen, hier brauchen wir eine ordentliche Bezahlung und alles, was da dazugehört, wird dann die Attraktivitätssteigerung des Berufes auch wieder ausmachen. Jetzt, ich beziehe hier so ein bisschen auf die Pflegefachpersonen ab. Ne? Jetzt haben wir hier die Unterstützungsmaßnahmen eben durch die Idee, sozusagen ein altes System wieder einzuführen. So, oder man kann ja auch über Bufdis reden oder über Zivildienstleister, wie auch immer. Das hilft ja den Pflegefachpersonen nicht mehr. Ne? Wir haben auch, doch, das hilft schon, weil sie entlastet werden von Tätigkeiten, ja, die sie jetzt mitmachen müssen. Okay, das ist einer der vielen Mosaiksteine, die wir vielleicht benötigen. Jetzt geht es darum, Sie haben ja auch es geht ja um Kompetenzen, da muss ich einfach noch mal reingrätschen. Sie haben ja vorhin von der Kinderkrankenpflege gesprochen. Wir haben ein generalistisches Ausbildungssystem in Deutschland, in dem die Qualifizierungen im Anschluss stattfinden. Und da werden die, ziehen ja das europäisch glatt und auch weltweit glatt, was überall stattfindet, nämlich dass die Sonderwege in der Pflege oder dass die Bildungswege in der Pflege die Fachqualifizierung im Anschluss an die Grundausbildung setzen. Wir haben hier ein langjährig erprobte Modellvorgänge, die eben auch die Kinderkrankenpflege gleichsetzen mit Intensivausbildung und auch anderen qualifizierenden Weiterbildungs- und tatsächlich Masterstrukturen in der Ausbildung. Ein Rückschritt wäre das aus unserer Sicht tatsächlich hier die generalistische Ausbildung wieder aufzulösen oder zurückzuführen in eine alte Struktur, weil wir in einer Mangelsituation sind. In einem Bereich sind wir in einem anderen Bereich und wir haben ja die Situation auch heute, dass wir heute bereits schon lange in der Mangelsituation auch in der Kinderkrankenpflege sind und die generalistische Pflegeausbildung hat ja noch niemanden auf den Markt geworfen. Das wird sie ja erst tatsächlich in 2022. Also von daher, Sie haben das vorhin so angesprochen, deswegen muss ich da einfach drauf einsteigen. Wieso sehen Sie das anders als andere Bereiche und was meinen Sie, bringt das etwas für die Pflege in Deutschland, hier einen Teilbereich pflegerischer Versorgung rauszulösen? Also Tatsache ist, dass wir einen Beruf hatten, die Kinder- und Krankenpflege, wo wir deutlich mehr Bewerber hatten als offene Stellen. Es war eine Situation, die war gut und man konnte hier aus dem Vollen schöpfen. Und diese Situation hat sich verändert. Und wir haben ganz, ganz viele Zuschriften bekommen, dass diejenigen, die hier nur und ausschließlich mit Kindern arbeiten wollen, jetzt durch ein Ausbildungssystem geschleust werden, wo sie im Bereich der Altenpflege und der Krankenpflege dementsprechend auch ihre Kompetenz sich aneignen müssen. Und das ist ein Punkt, der anscheinend viele Menschen davon, meistens Frauen, davon abhält, diesen Beruf überhaupt zu erlernen. Das ist die Situation, die mir die Kinder- und Jugendkrankenpflege hier schildert. Und das nehme ich sehr ernst, dass diejenigen, die hier wirklich am Puls der Zeit sind, dass sie mir das flächendeckend über das ganze Land so schildern. Und von daher kann ich da nicht einfach drüber weggehen und so tun, wie wenn es das nicht gäbe. Außerdem bekommen wir mit, und das ist leider ein Punkt, den die SPD hier mit eingebracht hat, dass man bei zum Beispiel dieser Ausbildung hat man ja diese Praxiszeiten gehabt. Und wir waren der Meinung, dass man das bei Kinderärzten oder in Kinderkliniken einfach erlernen sollte. Und das denken wir auch, dass das gut und richtig war. Und da wir jetzt
nicht mehr die Möglichkeit haben, weil sie merken, es sind zu viele, die in diesem ganzen Bereich ganze Abteilungen blockieren. Dass man jetzt hergeht und das Ganze aufweicht und somit in die Behindertenhilfe geht, dass man hergeht und sagt, ja, wir können auch in Werkstätten das lehren, das, glaube ich, ist der falsche Weg. Das wäre in meinen Augen ein qualitativer Rückschritt, wenn ich am Frühchen nicht mehr arbeiten und lernen kann, sondern dass ich dann hergehe und einem 12-Jährigen, der in einer Behindertenwerkstätte sitzt, das ist nicht das Gleiche. Und das, glaube ich, ist schon ein großes Problem. Und ich nehme da die Szene sehr ernst und deshalb auch diese Forderung. Alles klar. Ich kommentiere das mal nicht. Da müssen wir uns mal auf einen Kaffee treffen. Wie auch immer. Okay, ich würde abgeben an Markus May. Da komme ich aber gern dazu zum Kaffee trinken. Genau. Ja, ich weiß schon, dass die Hardcore-Generalisten das nicht gerne hören. Gell? Und dass natürlich das auch anders sehen. Aber es ist halt leider so. Gut. Ja, ich darf jetzt die Frau Schulz-Ascher, ich habe zuerst mal die Frage, was sagen Sie dann dazu im Hinblick auf die Generalistik, zu dem, was Ihr Kollege Ihrenstorfer gerade gesagt hat? Das ist der erste Teil der Frage. Und der zweite Teil der Frage, Sie haben ja in Ihrem Wahlprogramm, das haben Sie auch vorhin schon angedeutet, auch ganz klar formuliert, dass Sie eine staatliche Unterstützung der Bundespflegekammer auch für gut halten oder für unterstützenswert halten. Und da interessiert es mich einfach, wie können wir uns das vorstellen? Wir haben ja viele Aufgaben. Sie haben ja vorhin auch schon gesagt, es ist wichtig, dass die Bundespflegekammer in den Gremien sitzt, GBA und so weiter und so fort. Und aus dem Grund ist natürlich auch ein hoher, sage ich mal, Personalbedarf vorhanden, wenn man diese Aufgaben für unseren Berufsstand richtig machen will. Bitte schön. Ja, ich fange gerne mal mit der ersten Frage an. Ich bin jetzt nicht unbedingt, so wie die Generalistik jetzt ausgegangen ist, ein Fan, aber ich glaube, dass es überfällig war, tatsächlich eine Ausbildung in der Fachpflege sicherzustellen, die alle drei Pflegebereiche, und damit meine ich eben die Kinderkrankenpflege, damit meine ich die Krankenhauspflege und damit meine ich auch die Langzeitpflege, also die, was jetzt bei uns Altenpflege heißt und was es sonst nirgends mehr in Europa gibt. Und ich glaube, dass es richtig war, hier auf einem hohen Fachniveau alle drei Berufe auszubilden. Ich hätte mir selber gewünscht, wenn man die 3 Jahre Generalistik gemeinsam gemacht hätte, und dann am Anschluss tatsächlich dann nochmal eine Qualifizierung in den verschiedenen Spezialisierungen. Das glaube ich, das ist, da sollten wir schauen, dass wir da auch hinkommen. Und diese Altenpflege, die wir als Begrifflichkeit haben, die uns ja davon ablenkt, dass wir auch Kinder haben, die pflegebedürftig sind. Und zwar massiv und tatsächlich ja auch die Langzeitpflege als ein ernsthaftes und eben anspruchsvoll, vielleicht sogar anspruchsvoller als andere Bereiche, endlich definieren, weil hier sind ja meistens, es ist ja eine Komplexität von Pflegesituationen, wo eben der medizinische, der pflegerische und der soziale Bereich mitspielen, bis hin zur Unterstützung von Familien und Beratung und Anleitung. Also ich glaube, dass es eigentlich die Langzeitpflege die ganz große Herausforderung ist, und zwar sowohl in der stationären als auch im ambulanten Bereich. Und hier haben wir hohen Nachholbedarf in Deutschland. Ich habe vorhin im Chat gelesen, warum holen wir nicht Leute aus Dänemark? Wir kriegen keine Fachkräfte aus Dänemark. Die haben eine bessere Ausbildung, die werden besser bezahlt und die arbeiten in anderen Strukturen. Die werden sich das gut überlegen. Das gilt übrigens auch für die Schweden und die Finnen. Und das gilt für die Norwegerinnen und die Niederländer. Und das gilt noch auch für Australier und Neuseeländer und Kanadier. Also man kann einen ganz großen Bogen schlagen, wenn wir hier von Fachpflege reden, welches Niveau eigentlich die Voraussetzung in modernen Gesellschaften ist, die dieses Thema auch wirklich ernst nehmen. Frau Schulz-Ascher, bevor Sie zum nächsten Thema gehen, möchte ich eins, darf ich Ihnen nochmal, also ich lese jetzt halt öfter hier, das irritiert die Leute auch. Ich weiß, dass Sie das nicht so meinen. Sie reden immer von Fachpflege. Ich glaube aber, Sie meinen Pflegefachpersonen, also Pflegepersonen, examinierte Pflegekräfte unter uns gesagt.
Aber wie gesagt, ich lese halt öfter im Chat, dass es dann immer heißt, generalistische Ausbildung ist nicht so Fachpflege. Fachpflege, das ist die weitergibt, das wird so als weitergebildete Pflege verstanden. Nur einfach mal so für die Kollegen auch, die im Orbit jetzt sind, hier in der Konferenz. Ja, ich weiß nicht, wie ich die anders nennen soll, weil, ehrlich gesagt... Pflegefachkräfte oder Pflegefachpersonen? Also nur meine Anregung. Gut, dann nenne ich hier Pflegefachpersonen. Das ist ja dann auch, das kann ich gerne machen, aber ehrlich gesagt, wir reden ja alle über einen Qualifikationsmix und eine ausgebildete Pflegefachperson ist für mich eben eine, die eine generalistische Ausbildung hat und alles, was darüber kommt, sind dann tatsächlich die Spezialisierungen und über Fort- und Weiterbildung, wo man ja auch vielleicht mal eine bessere Struktur haben müsste, als man sie bisher hat. Vielleicht so viel, das ist das eine. Das zweite ist ja bekannt, dass ich der festen Überzeugung bin, dass dieses diffuse Bild, was wir ja auch hier ein bisschen in der Diskussion hatten, das diffuse Bild der Pflegefachpersonen und der Arbeit, die die leisten, auch in den verschiedenen Bereichen in der Gesellschaft drunter und drüber geht. Wenn ich mit auf der Straße oder wenn ich irgendwo mit Menschen rede, dann sagen mir pflegende Angehörige, ich pflege doch auch. Warum kriege ich kein Gehalt? Wenn die Betreuungskräfte, die wir in der Pflegeversicherung haben, das sind keine Pflegefachpersonen. Und deswegen ist das eine Riesenverwirrung, weil neulich kam eine Frau zu mir und hat gesagt, ich bin jetzt Pflegerin. Und dann habe ich gesagt, was machen Sie? Und dann stellte sich heraus, sie ist eine Betreuungskraft nach dem SGB-11. Und die gesamte Gesellschaft hat im Moment keine Informationen, was ist eigentlich Pflege, weil es keine starke berufsständische Vermittlung dessen gibt, was Fachpflege, sage ich jetzt doch nochmal, weil es ja, ich finde schon ein Oberbegriff ist, was gehört da rein und die Personen, die da ausgebildet sind, was haben die für eine Ausbildung, da haben wir gerade drüber geredet, und was haben die auch für Fort- und Weiterbildung. Auch dafür brauchen wir einheitliche Kriterien, damit klar ist, jemand, der eine bestimmte Fortbildung oder Weiterbildung gemacht hat, dass er erstens in anderen Bundesländern arbeiten kann, dass er mehr Geld bekommt, weil er nämlich einen höheren Status hat von der Ausbildung her, und dass sich das tatsächlich auch niederschlägt dann in der tatsächlich im Arbeitsfeld und natürlich auch in der Bezahlung. Und wenn wir da nicht hinkommen, dann wird es ein großes Problem sein. Wir haben im Moment, das kann man ja so sagen, sind ja zwei Landespflegekammern sind ja wieder geschasst worden, dass wir dringend für die Gesellschaft eine Definition der Fachpflegepersonen brauchen. Und dass wir da eine gesellschaftliche Debatte darüber brauchen, dass wir auch bereit sind, als Gesellschaft dafür zu zahlen. Und solange das nicht, das kann kein Staat für die Pflege machen. Noch dazu, wenn die Pflege aus so einer auch im europäischen Vergleich untergeordneten Situation wie in Deutschland kommt, dann brauchen wir eine starke, eigenständige, berufsständische Vertretung. Und zwar auf der Ebene, wo das Geld verteilt wird. Ich mache das mal ganz, die Ärztekammer, die Bundesärztekammer, die auf der im GBA als Beratungsgremium dabei ist, die haben über 90 hauptamtliche Mitarbeiter. Und der Deutsche Pflegerat hat 2, wenn ich mich nicht irre, 1. Also es noch, hat sich noch halbiert in der letzten. So, das ist die Ausgangs- eine Referentin und 2, die sozusagen ein bisschen Sekretariat machen. Ja, okay. Das ist sozusagen das Machtverhältnis im gemeinsamen Bundesausschuss, wo in Deutschland die Mittel verteilt werden, wo entschieden wird, welche Bereiche überhaupt weiterentwickelt werden und so weiter. Und wenn wir es nicht schaffen, die Pflege dort in die andere Position zu bringen, die Fachpflege vor allem, aber darunter sind ja sozusagen, wir reden ja vom Qualifikationsmix. Wenn wir gute, ausgebildete Personen haben, die in der Lage sind, auch diese Qualitätsmix-Teams anzuleiten, das brauchen wir. Da müssen wir hinkommen, weil wir werden uns nicht zusätzliches Personal backen können. Wir haben eine demografische Situation mit einem Fachkräftemangel und entweder werden die Pflegefachberufe attraktiver und es geht nur durch bessere Arbeitsbedingungen, durch mehr Geld, ja, aber eben auch durch attraktive Einsatzfelder und über neue Aufgaben und über neue Zuständigkeiten und über Eigenverantwortung.
Ist doch irre, dass heutzutage eine Pflegefachkraft sich ein Rezept für medizinische Behandlungspflege vom Arzt holen muss, der die Wunde nicht kennt, der es nie in seiner Ausbildung gelernt hat. Wo leben wir denn? Wir haben für diese System wirklich auch zeitsprengenden Aufgaben haben wir gar keine Zeit mehr. Und deswegen ist es ist meiner Meinung nach unbedingt notwendig, dass wir die Bundespflegekammer auf der Bundesebene brauchen, dort, wo die Machtstrukturen und die Entscheidungen fallen. Aber meiner Meinung nach brauchen wir ganz dringend auch eine berufsständische Organisation, die die Frage der Ausbildung begleitet und die Frage der Fort- und Weiterbildung tatsächlich auf ein einheitliches auch Fragestellungen und System bringt, weil auch hier haben wir ja Unterschiede wieder nach Bundesländern. Das heißt, wir brauchen eine Definition pflegerischer Tätigkeiten auf verschiedenen Qualifikationsmix-Niveaus und wir brauchen dann aber auch die entsprechenden Einsatzfelder und die entsprechende Finanzierung. Und wenn wir das nicht schaffen, auch zum Beispiel, ich habe jetzt gesehen, es geht auch die Diskussion mit ausländischen Fachkräften. Natürlich müssen die dann auch in dieses System passen. Und deswegen kann ich nur sagen, wir sind in Deutschland hinter der Entwicklung in allen anderen europäischen Ländern hinterher. Und das können wir uns nicht mehr leisten. Wir sind eine der ältesten Gesellschaften in Europa. Wir haben den größten Fachkräftemangel, auch der auf uns zukommt. Und wir können, wenn wir Generationengerechtigkeit sagen, dann müssen wir auch an die jungen Menschen denken. Die sollen zahlen und die sollen jetzt alle in der Pflege arbeiten. Das werden sie nicht tun. Und deswegen brauchen wir neue Strukturen. Und für diese neuen Strukturen brauchen wir eine selbstbewusste Fachpflegepersonen, die tatsächlich auch für sich reden und auch wissen, worüber sie reden. Und es kann kein Beamter, das kann keine Beamtin, sondern es kann nur die Berufsgruppe selbst. Und ich denke, dass wir in Deutschland mit der Selbstverwaltung in diesen Bereichen auch gute Erfahrungen gemacht haben, wenn man sich die Erfolge der anderen verkammerten Berufe anguckt, die alle ein sehr, sehr hohes Ansehen haben. Und in anderen Ländern, wo es kammerähnliche Organisationen gibt oder Kammern selbst, sehen wir auch, dass die Wertigkeit von Pflege sehr viel höher und das Ansehen von Pflege sehr viel höher ist als hier bei uns zurzeit. Ja, vielen Dank. War jetzt eine ganz lange Antwort und ein flammendes Plädoyer. Vielen Dank dafür. Liebe Sandra, dann übergebe ich an dich. Bitte schön. Genau, die letzte Frage sozusagen geht an Frau Westig und ich möchte das aufgreifen, was Frau Schulz-Asche gerade ja auch schon ausgeführt hat. Also wie gesagt, nachdem wir vorhin so auf Versorgung geguckt haben, jetzt nochmal auf den Pflegeberuf. Frau Westig, wir waren immer in gutem Kontakt. Ich hatte immer das Gefühl, dass Sie persönlich die Kammern sehr positiv gegenüberstehen, dass Sie sehr klar hier kommuniziert haben und mit uns auch immer gut im Kontakt waren. Davon abgesehen sind wir auch noch Nachbarn sozusagen hier im Rhein-Sieg-Kreis. Also ganz wunderbar und wir in NRW bauen da ja gerade kräftig die Kammer auf. Deswegen möchte ich die Frage etwas anders stellen, Frau Westig. Jetzt ist es nun mal nicht im Parteiprogramm der FDP, dass die Bundespflegekammer unterstützt und stark unterstützt werden soll. Es ist also nicht gelungen, es ins Parteiprogramm zu holen. Aber Sie werden ja Koalitionspartner sehen in Zukunft. Und zwei potenzielle Koalitionspartner haben die Bundespflegekammer mit im Portfolio Ihres Wahlprogrammes. Frau Westig, machen Sie sich dann persönlich dafür stark, dass man das auch in Koalitionsverhandlungen sichtbar macht, wenn Sie denn dann in solche einsteigen würden? Also ich persönlich bin auch für eine starke Selbstverwaltung. Es kann nicht sein, dass ich als Abgeordnete die Pflege nicht gelernt habe, wie die allermeisten der Abgeordneten über die Ausbildungs- und Prüfungsordnung befinde. Das würde sich, glaube ich, kein Schreinermeister gefallen lassen, dass der Bundestag mit so wenig Handwerkern darüber befindet. Von daher sehe ich da ganz klare Aufgaben für eine Selbstverwaltung und ich sehe auch Aufgaben oder ich sehe auch die Notwendigkeit von mehr Augenhöhe. Warum haben wir zu Beginn der Pandemie die Intensivbettenkapazität so beispielhaft ausbauen können und gleichzeitig aber nicht Schutzmaßnahmen für Pflegeheime ergriffen? Warum war über lange Zeit das Schließen der Pflegeheime der einzige Schutz vor Covid-19? Meiner Meinung nach nur deshalb, weil die Pflege im Corona-Krisenstab nicht vertreten war. Ich sehe da also eine große Notwendigkeit.
Wir kriegen es aber jetzt hier im Chat auch mit und wir wissen das alle, dass man eine solche Kammer und eine solche Selbstverwaltung nicht gegen die Pflegenden errichten kann. Und das ist auch das Problem, sage ich ganz offen, meiner Partei. Wir haben in NRW in den Koalitionsvertrag eingebracht, dass wir eine repräsentative Befragung der Pflegenden möchten. Und das ist ja auch so gelaufen. Also ich sage immer, wenn Pflegekammer, dann bitte nach dem Modell NRW, bitte nicht nach dem Modell Niedersachsen. Und das ist einfach das große Problem. Ich habe das neulich in der Diskussion mit Peter Bechtel und Annemarie Fachado auch gesagt und habe da Zustimmung bekommen. Also mein Wunsch wäre es, dass wir mehr Einigkeit schaffen unter den Pflegenden, denn nur gemeinsam sind sie stark. Und wenn wir politisch was auf den Weg bringen sollen, was ich persönlich gerne mache, und natürlich werde ich auch bei meinen Fraktionskolleginnen und Kollegen und bei unserer Fraktionsführung, wenn es zu entsprechenden Gesprächen kommt, dafür werben. Aber diese große Diskussion unter den Pflegefachkräften hinsichtlich der Kammer, die macht uns das Leben extrem schwer. Und da wäre meine Bitte, dass da mehr Einigkeit erzielt werden könnte. Dann fällt es mir auch leichter, meine Partei von diesem Anliegen zu überzeugen. Ich kann aber sagen, es steht nicht im Wahlprogramm, aber unter den Gesundheitsfachpolitikern und Politikerinnen haben wir einen entsprechenden Beschluss. Aber eben mit dem Zusatz, wenn nach repräsentativer Befragung dort eine Mehrheit dafür ist. Immer Pflegekräfte mitnehmen. Gegen sie halte ich es für sehr schwierig. Herr Ilsthoffen, machen Sie Ihr Mikro an. Das ist sehr nett, wenn ich ein Wort noch sagen darf. Wir nähern uns nämlich Richtung 19 Uhr und ich muss ebenfalls weiter. Und ich stehe ziemlich unter Druck. Von daher möchte ich nur sagen, bei uns ist es im Wahlprogramm drin. Wir stehen dazu, wir sind da klar strukturiert über alle Ebenen. Wir möchten eine Bundespflegekammer haben, weil wir der Meinung sind, dass es eine Aufwertung des Berufs ist und dass diejenigen, die hier am Menschen tätig sind, auch eine Mitsprache brauchen. Das ist uns wichtig und deshalb haben wir das so auch organisiert. Ich möchte mich an dieser Stelle aber jetzt einfach verabschieden. Es tut mir leid, aber ich habe einen Termin, wo ich auch noch etwas fahren muss. Von daher wünsche ich Ihnen alles, alles Gute. Vielen Dank für die Möglichkeit des Austauschs und auch in den Chat. Beste Grüße, wenn Sie irgendwelche Dinge haben mit meinen Aussagen, die Sie ganz, ganz anders sehen, jederzeit bei mir im Büro melden. Ich freue mich, wenn Sie sich mit mir auseinandersetzen. In diesem Sinne, herzlichen Dank und alles Gute. Okay? Danke. Herr Ersthofer, dann genau an der Stelle tschüss. Frau Westig, aber nochmal vielen, vielen Dank für das klare Statement, auch für die Aufgabe, die Sie uns als Pflegenden mitgegeben haben. Auch nochmal, weil es im Chat stand, nochmal, ich glaube, der Dreiklang ist hier an der Stelle wichtig. Wir haben viele Gewerkschaftler im System unterschiedlicher Gewerkschaften, die Kammer gut finden, um die Klarheit sozusagen der unterschiedlichen Tanzbereiche auch nochmal deutlich zu machen. Und ich glaube, Frau Westig, das ist aber aus Ihrem Statement auch klar rausgekommen, dass es darum gehen muss, was kann Kammer, was ist natürlich auch berufsverbandlich und gewerkschaftlich irgendwie zu klären. Und ich gebe an der Stelle erstmal weiter wieder an Frau Heeser. Genau, herzlichen Dank. Der Blick auf die Uhr sagt uns, dass wir in der Tat sehr weit fortgeschritten sind. Ich habe mir sehr viele Fragen notiert, die ich dann wie abgesprochen an die entsprechenden Abgeordneten weiterleite. Aber vielleicht haben wir 2 Minuten noch Zeit, Frau Schulz-Asche, eine Frage zu klären, die immer wieder aufkam. Wie es denn nun mit dem akademisch ausgebildeten Lehrpersonal aussieht. Die Anzahl der Studienplätze hierfür ist ja noch sehr gering, im Norden noch geringer als im Süden. Wie sieht der Ansatz der Grünen an der Stelle aus? Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil das gilt ja schon für das pädagogische Personal, was die Ausbildung jetzt auch in der Generalistik angeht, also wie überhaupt sichergestellt wird, dass hier die entsprechenden Fähigkeiten tatsächlich auch
an den Hochschulen gelernt werden können. Wir haben ja andere Schulgesundheitsfachkräfte zum Beispiel, sind auch solche Bereiche, wo wir ja akademische Hochausbildung brauchen. Und ich denke, dass tatsächlich, dass wir, das ist Länderhoheit, dass wir es tatsächlich schaffen, dass wir hier auch das Bekenntnis der Länder bekommen, endlich in diesem Bereich der Pflege an den Hochschulen zu investieren und entsprechende Ausbildungsplätze zu schaffen. Und zwar auch mit einem ganz großen Mix an Qualifikationen, den wir ja brauchen. Wir brauchen ja nicht nur sozusagen das Aufsetzen auf der Generalistik, sondern wir brauchen tatsächlich in verschiedenen Bereichen von der Pädagogik über die Schulgesundheit, über Prävention und so weiter brauchen wir bestimmte hochqualifizierte Kräfte. Und erst recht für die Community Health Nurse, da brauchen wir im Prinzip ja umfassende Studiengänge, die tatsächlich die Möglichkeit abbilden, dann eher auch auf Augenhöhe mit den Hausärztinnen und Ärzten zusammenzuarbeiten. Das heißt, da müssen wir, das ist das Hauptproblem. Ich denke, dass man tatsächlich reingehen muss, indem man für die Länder Anreize schafft, solche Studiengänge zu schaffen und dass wir tatsächlich dann auch schaffen, dass wir dann doch flächendeckend in der Bundesrepublik ein entsprechendes ausgebildetes Fachpersonal dann zur Verfügung haben. Aber das ist sicher, das ist im Moment eine der wirklich der Schwachstellen, die wir haben. Aber das hat auch was damit zu tun, dass natürlich auch in den Ländern der Wert der Pflege in unserer Gesellschaft unterschätzt wird. Und dass jeder der Meinung ist, entweder der Markt regelt, ich meine jetzt niemand persönlich, der Markt regelt, oder man kann mit Hilfskräften arbeiten. Und das wird nicht mehr möglich sein. Das wird im Krankenhaus nicht mehr möglich sein. Das wird in der stationären und in der ambulanten Altenpflege nicht mehr möglich sein, sondern hier müssen wir zu ganz neuen Formen und Strukturen kommen, wenn wir das überhaupt schaffen wollen. Das macht mir richtig, richtig Sorgen. Und deswegen, ich habe jetzt hier immer im Chat mitgelesen, ich bin seit 1976 Mitglied bei Verdi. Und ich finde, dass es gute Aufgaben und gute Aufgabenbereiche gibt für Gewerkschaften, nämlich was die Arbeitsbedingungen angeht, was die Bezahlung angeht. Da müssen Gewerkschaften stark und kräftig sein. Und ich würde mich sehr freuen, wenn mehr Pflegefachkräfte eintreten würden in die Gewerkschaften und da auch den Prozentanteil der gewerkschaftlich organisierten Pflegefachkräfte erhöhen würden. Aber eine Gewerkschaft wird die berufsständische Definition der Aufgaben, die gesellschaftliche Diskussion über die Herausforderungen für den Pflegeberuf wird sie nicht ersetzen können. Dafür ist sie nicht zuständig, dafür ist sie auch nicht fachlich genug. Das ist auch und es ist eigentlich auch gut so in unserem deutschen System, dass Gewerkschaften klar begrenzte Aufgaben haben. Und deswegen bin ich ja nicht nur bei Verdi, sondern ich bin auch freiwilliges Mitglied in der Pflegekammer Rheinland-Pfalz. Und ich bin auch im DBFK seit diesem Jahr Mitglied, weil ich finde, dass es notwendig ist, dass wir die Inhalte der Pflege nicht nur besser definieren und sie dann auch in den politischen Raum tragen, sondern eben auch in die Bevölkerung, weil die wird letztendlich darauf angewiesen sein, gute Pflege auch in Zukunft zu haben. Und die gibt es nur mit gut ausgebildetem Personal. Ja, herzlichen Dank. Ich glaube, das ist ein Statement, dem wir uns als Bundespflegekammer insofern auch anschließen können, als dass wir auch den Dreiklang in der Pflege einfordern und sehr erfreut sind, heute gehört zu haben, dass die anwesenden Politiker diesen Dreiklang ebenfalls wünschen. Von daher sage ich an der Stelle ganz herzlichen Dank an Sie alle für die Ein- und Ausblicke, die Sie uns gegeben haben. Wie gesagt, ich würde jetzt im Nachgang innerhalb dieser Woche noch ein paar Sachen sammeln und Ihnen auch zukommen lassen und wünsche Ihnen an der Stelle jetzt allen einen wunderschönen Abend. Herzlichen Dank. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss.